Ja, moin moin Freunde, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Was gestern aufgehört hat oder vorgestern, ich habe keine Ahnung, wann die Folge gekommen ist, aber ne, geht jetzt hier direkt weiter. Wir sind immer noch hier mit Kurt bei der Hochzeit und achten mal ein bisschen auf Mr. Moretti. Aber der wird ja da gerade gut bedient noch. Also scheint da ja nicht das Problem zu liegen. Die Kutsche würde ich allerdings immer noch ganz gerne woanders hinstellen. Allerdings, wenn jetzt Mr. Walker gerade noch unterwegs ist, möchte ich das jetzt nicht unbedingt so machen. Und meinen Posten verlassen. Das ist ein bisschen das Problem, aber gut. Sollte Mr. Walker gleich nochmal vorbeikommen, dann werde ich mit ihm das mal verklickern. Ich weiß noch halt noch nicht, wo ich die Kutsche hinstellen kann. Ich weiß nicht, ob auf der gegenüberliegenden Seite, also da hinten rüber, ob da nicht auch ein Ausgang ist, wo man die Kutsche vielleicht hinstellen könnte. Aber gut. Solange einer der Deputies Officer. Ich weiß nicht, ob er jetzt Officer oder Deputy ist. Ich glaube, er ist Officer. Da ist, wird der eh nicht was machen. Sondern einfach nur provokant weiter an seinem verkackten Baum da rumstehen. Aber ich auch. Schönes Gelände im Auge behalten. Aber ab und zu da rüber gucken. Schön, dass halt da hinten niemand steht, den Eingang bewacht. Vielleicht macht Walker das ein bisschen, weiß ich nicht. Aber gut, Kurt ist in solchen Fällen dann ja immer in Alarmbereitschaft. Ein bisschen angespannt dann auch immer. Aber gut. Schauen wir mal. Ja, Alles in Ordnung, ja. er ist immer noch da, aber er hat ja Gesellschaft. Gut. Ich weiß auch noch nicht, ob mir das so gefällt, dass wir die Kutsche da haben stehen lassen. Gibt es eigentlich noch quasi gegenüber von der Seite auch noch einen Ausgang? Es gibt vorne den Haupteingang. Mhm. Und diesen hier. Ja. Aber ins Gebäude kommt man eigentlich nur durch diese Tür hier. Die anderen Türen sind auch offen auf der Rückseite und auf der anderen Seite. Achso. Es macht uns natürlich viel leichter. Dann hoffe ich doch einfach mal, dass wir nicht in die Verlegenheit kommen, direkt vor Mr. Moretti überstürzt in die Kutsche rasten zu müssen. Ja, das wäre ärgerlich. Ich würde mich gerne noch irgendwo waschen, wenn ich ehrlich bin. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Ja, auch nicht. Ich gehe kurz ins Haus und wasche mich dort. Und da jetzt noch. Ah, Husten. Galoppa, Galoppa, Galoppa. Ich das leiden kann, wenn Leute hier einfach hinreiten, stehen bleiben und gucken. Vor allem Kurt kennt ja viele noch gar nicht, deswegen weiß er ja gar nicht, wer diese Leute so sind und ob die überhaupt geladen sind.
Ja, Essen, Trinken passt auch noch. Ach ja. Es ist warm, Leute, ne? Ihr glaubt es nicht. Zwei Fenster auf, es könnte im Grunde durchziehen, aber es zieht halt nichts. Und schon was los gewesen? Na, nicht wirklich. Der Governor ist vorhin noch mal kurz vorbeigekommen, aber ansonsten nicht wirklich. Ich habe ein Auge auf Mr. Moretti. Alles gut. Ja, bestimmt kein Fehler. Ja. Habe ich schon vorher gesehen, dass der mit Herrn Schellner wegtransportiert worden ist. Ja, und sollte er auf gut komme Ideen kommen, wird er das heute noch mal erfahren. Ja, so eine Ungustel braucht man da nicht. Also wenn die hier irgendwas versauen wollen, dann... Ja, wissen Sie, da habe ich mal besonders viel Spaß bei diesen Leuten. Vielleicht stolper ich das ein oder andere Mal mit ihm zusammen, wenn ich ihn abführe. Das kann mal passieren, wissen Sie. Ja, ja. Und irgendwo muss ich mich dann natürlich, abstützen. Man möchte ja nicht stürzen. Nein, das wäre ja katastrophal. Ja. Dann ist mein guter Mantel dreckig und nein, das brauche ich nicht. Na ja, wirklich nicht, das wäre ja vollkommen für mich sonst. Ja, solche Leute, die haben bei mir einen sehr guten Stand, wissen Sie. Ja. Aber immerhin, so wird mir nicht langweilig. So ist es. Ganz genau. Und solange er noch Gesellschaft da vorne hat... Wenn man vom Teufel spricht. Oh, er geht. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich wollte gerade gehen, aber ich glaube, das schaue ich mir jetzt noch an. Ist ihm aufgefallen, dass er noch was auf dem Herd hat? Hallo. Ist hier was? Oder warum zieht Mr. Moretti jetzt ab? Warum? Weil ich weiß, wie ich mit Mr. Moretti reden muss. Ach so, ich dachte, er hätte ihm jetzt aufgefallen, dass er noch was auf dem Herd stehen hat. Mr. Moretti, weil ich weiß einfach genau, wie ich mit ihm reden muss. So. Hab ihm Whisky gegeben, hab ihm eine Zigarette gegeben. Und der lässt sich heute nicht mehr blicken, hm? Nein. Das will ich... Also wir brauchen auch nicht die ganze Zeit hier stehen, alles gut. Das will ich... Wir können gerne auch die Feier mit genießen. Das will ich sehr für Mr. Moretti hoffen, sonst muss ich heute noch meine pochende Ader spüren und da habe ich keine Lust drauf, wissen Sie? Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn ich Ihnen das sage, wird es so sein, keine Sorge. Gut. Ich werde mich mal wieder um die Bedürftigen kümmern. Ja. Ja, mit solchen Leuten... kann ich ja ganz gut, wissen Sie? Hat der Mann kein Pferd oder warum geht er zu Fuß? Naja, solange er heute hier keinen Ärger macht. Ich glaube nicht. Ist er, wie weit ist er? Da vorne über die zweite Brücke fast. Einen schönen guten Abend. Einen wunderschönen. Ach, der geht ja wirklich. Ich bin erstaunt. Ich bin eingeladen, Tommy Collins. Ich habe keine Gästeliste, wenn ich ehrlich bin. Mr. Collins, geh so ruhig rein, ihr Bruder ist schon drin. Ah, alles klar. eine Frage noch ist, der Herr da fragt, ob ein Mr. Holloway auch zugeben ist. Wollte der nur vorher wissen, bevor er jetzt nach Rose kommt. Offensichtlich wird das gerade geklärt. Ah, okay. Ja, wie der Herr schon sagt, Sie können gerne rein. Ja gut, wenn der Herr gerade nachschaut, ob er da ist, dann
kann ich das gleich weitergeben. Howdy, Tommy. Howdy, Rachel. Ach, ich hab dich gesehen. Steht ja da. Du hast mich gesehen. Ja, ich war oben auf dem Balkon. Ach so. Hab ich gar nicht bemerkt. Na, siehst mal. Kennt man den Herrn, der zwischen den Kutschen umhergeht? Ja, das ist der Herr, der nach Mr. Holloway. Der hatte mich gefragt, was ich die Kutschen anschauen darf. Das kann er gerne tun, aber er soll bitte keinen Blödsinn anstellen. Warum? Wer ist das? Wie heißt der Kerl? Hab ich jetzt nicht nachgefragt. Wird ja wahrscheinlich jemand zwischen den Kutschen da. Der will sich die Kutschen nur, angucken. Er hat nur gefragt, ob Mr. Holloway auch da ist. Dann spart er sich den Weg noch raus. Hoppala, mein Gott. Geht doch ganz einfach. Ja, ich denke, dass wir einfach mit den Menschen reden. Ja. Er wollte nur wissen, ob Mr. Holloway da ist. Das konnte ich nicht beantworten, da ich jetzt gerade angekommen bin. Nee, leider nur. Das war jetzt kein Angriff. Klang aber so. Gut. Ja, das klang schon ein bisschen so, muss ich schon sagen. Also. Weißt du? Ja. Es ist eh gleich soweit, ne? Ja. Gut geschlafen, Tommy? Ja, Kennedy meinte, ich soll das doch anhaben, ja. Ja, wegen... Ja, ja. Bei so einer Veranstaltung sind die Leute immer sehr nervös. Gerade die von der Sicherheit. Also auch Kurt. Ich bin mal gespannt, ob Moretti jetzt wirklich geht. Oder ob er wieder kommt. Nein. Ach ja. Oh, wo ist Mr. Walker? Mal kurz Bericht erstatten. Riesiges Haus. So viele Leute da hinten. Super gemacht hier. Es ist die Leute hier schön vom. Es ist sehr gut. Da ist Walker. Ja. Elegant, Walker, elegant. Ja, weiß ich. Alles gut. Ja. Moretti ist jetzt erstmal abgezogen. Mir wurde versichert, dass er wohl nicht wiederkommt. Ja, einfach immer ein bisschen. Ja, ich wette. Zwischen hin und her gehen. Ich werde auch vorne am Haupteingang mal hin und her schlendern, da ist nämlich auch keiner. Ja, genau. Wir haben die Schmuddeleien von euch beiden da vorhin gesehen, ne? Nur mal eben so. Die beiden Hunde sind vorhin hinter diesen Buschsteinen verschwunden und haben irgendwelche Sachen getrieben. Na, no, bist du artig? Ihren natürlichen Trieben nachgegeben, verstehe. Artig. Hast du irgendwas in deinen Taschen? Pulled Pork, Rinderfilet, Fleisch, ein Topf. Stopp. Mr. Walker, aufhören. Ja. Aufhören. Ja, jetzt haben Sie einen neuen besten Freund, Mr. Walker. Ich bin mal vorne beim Eingang. Also, wenn ich so will. Ach, schön. Also ja, natürlich, ich könnte jetzt die ganze Zeit hier bei den Gästen stehen, zuhören, was er so geredet wird, natürlich, klar. Das wäre für euch als Zuschauer natürlich sehr interessant, keine Frage. Aber so gemeint das auch klingt, aber es geht in dem Falle tatsächlich nicht um euch, ihr kleinen Banausen ihr. Nein, es geht hier ja ums Roleplay. Ja, und... Wenn Kurt ständig nur dabei steht und zuhört und quasi seinen Job nicht macht, hat das natürlich auch Auswirkungen, weil die anderen wissen ja nicht, dass ich das aufnehme. Und selbst wenn sie es wissen würden,
Ihre Charaktere würden sich ja trotzdem fragen, warum Kurt seine Arbeit nicht macht. Und das hat Auswirkungen. Deswegen müssen wir halt auch mal sowas machen, dass wir hier mal Patrouille laufen. Schauen, dass hier niemand einfach meint, hier irgendwo rumzuspazieren. Schauen wir, ob das Tor abgeschlossen ist. Ist es nicht? Okay. Ich kann es aber auch anscheinend nicht abschließen. Das ist schade. Nein, jetzt ist das... Das hätte ich wissen müssen. Scheiße. Durch den Busch komme ich jetzt nicht, um es wieder zu schließen, ne? Warte. Wunderbar. Ist das auch zu? Sonst gehen wir mal ins Gebäude rein und gucken da nach dem Rechten. Oder dem Linken. Ha! Witzig. Ah, abgeschlossen. Wunderbar. Das ist noch besser. Wenn der Haupteingang abgeschlossen ist, dann kommen Leute, die meinen, sich hier Zutritt illegal zu verschaffen, schon mal nicht ins Hauptgebäude so schnell. Das ist schon mal sehr gut. Da ist noch ein Nebeneingang. Ich weiß nicht, ob man den auch betreten kann. Das werden wir so gleich mal in Erfahrung bringen. Sehr schön. Zu. Hier ist offen. Das ist ein NPC. Die Türen schließe ich mal ab. Die ist noch offen. So. Wenn nämlich auch das der gesamte vordere Teil zu ist und nicht betretbar. Sind seine Eltern mittlerweile da? Die Braut. Das juckt Kurt recht wenig. Weil er muss hier seine Arbeit machen. Hausrecht. Aber voll gut. Upp, Verzeihung. Da ist auch eine Tür, aber gut, das ist hier oben. Das ist wieder das Problem, nicht so das Problem. Da latscht Mr. Walker, glaube ich. Das Haus ist aber auch cool. Warum haben... Ich frage mich, warum sie das nicht genommen haben, um... als Haus fürs Government benutzt zu werden. Das ist... Guck dir das mal an hier. Das ist... Oh Gott! So verwinkelt das alles ist. Nee, da geht's runter in die Küche, glaube ich. Gehen wir mal da auf den Balkon und schauen uns mal um. Es ist so schön eingerichtet hier, ne? Ah, Kurt dreht hier so ein bisschen seine Runden. Guckt, ob die Eingänge, die nicht nötigen, verschlossen sind. Da wird geknuddelt. Ich hoffe nicht Braut und Bräutigam. Das wäre ja nicht in Ordnung. Rechts runter. Rechts runter. Ich finde es auch voll gut, wie sie da die... Wie sie die aufgeregt halt spielen. Ist halt eine Hochzeit, ne? So, die Tür ist auf. Das weiß ich. Das kannst du dafür... Für Gäste, ja, die würde ich gerne mal schließen, diese Tür. Also nicht zuschließen, aber mal so zumachen. Ich muss ja nicht die ganze Zeit sperrangeweit aufstehen.
Hier ist alles ruhig. Gehen wir mal außen rum. Schauen mal, ob irgendwer von weiter weg. Vielleicht von der anderen Seite rüber Linz. Das kann ja alles sein. Und einfach hoffen, dass ich nicht von einem Krokodil angefallen werde. Wie auch immer das passiert, denn die Sümpfe sind ja jetzt nun eigentlich nichts, wo man unbedingt gerne hinschwimmt, aber naja. Wir schwimmen ja auch nicht, wir fahren mit dem Boot. Das Boot schwimmt, ja. Ja. Das Boot schwimmt, aber wir halt nicht, ne? Ja. Und das ist das erste Mal, dass wir also fahren, von daher kommt es vor, dass man sich verfährt. Würden Sie dann bitte einfach umkehren? Ja, natürlich kennen wir von einem öffentlichen Ort wieder um. Naja, nun, also jetzt sind Sie gerade am Privatgrundstück angelegt, also... Wie gesagt, wir haben nur den Hund gerettet, der ins, ins Wasser gekommen. Ja, vielen Dank. Ja, okay. Mach mich nass, kein Problem. Alles ist süß. Mann, bitte. Das stört halt so ein bisschen... die Feier, also... Ja, komm. Es ist eine große Ehre für mich als Gouverneur, diese Zeremonie leiten und den Bund dieser beiden Menschen besiegeln zu dürfen. Eine Eheschließung ist ein besonderer Anlass, der von Bedeutung und großer Freude ist. Es ist der Augenblick, in dem zwei Menschen ihre Liebe füreinander feiern. Wir alle sind hier, um Zeugen der Liebe und des Respektes zu sein, den diese beiden füreinander empfinden. Und um ihnen unsere... Würden Sie bitte hier die Waffe wegpacken? Natürlich. Weil die Braut hat es gewünscht, dass es nicht unbedingt hier... Ne? Deswegen einfach so ein bisschen auf Distanz bleiben, einfach ein bisschen schauen, was hier so in der Umgebung passiert. Habe ich gemacht, aber dann waren Sie vor mir am Boot. Ja, alles gut. Ist Moretti nochmal aufgetaucht? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, jetzt. Nein, ich habe mich im Haus vorhin nochmal umgesehen und eine Tür, die vorne noch offen war, mal zugesperrt. Ja. Jetzt ist nur noch die seitliche am Eingang offen und hier hinten die. Ich werde aber nochmal nach vorne gehen. Ja, alles gut. Ja. Da war Mr. Walker schneller, aber gut, wenn er ist halt logischerweise die ganze Zeit da vorne. Und ja, da ist gerade die Zeremonie zugange. Jetzt ist kurz Lieblingsfall wieder. Nebel. Er hasst Nebel. Weil man halt so wenig darin sieht, logischerweise. Ja. So. Da kommt ein Motorrad. Ach ja. Stehen wir schon wieder eine halbe Stunde hier. Vielleicht haue ich die Folgen auch alle auf einmal raus und nicht täglich oder so, weil dann kann man sich das alles in einem Stück angucken, aber man kann sich das halt schön selber einteilen dann auch, ne? Und ich würde die Folgen jeweils erstmal einzeln immer beenden, einfach weil ich finde, das ist okay so. Sollte es sich herauskristallisieren, dass es nicht nötig ist, dann lasse ich das einfach. Aber ich mache das jetzt erstmal einfach so. Und dann schauen wir mal. Nee, die soll's zugehen. Geh zu. Zu mit dir, du Tor, du.
Oh, wunderbar. Kann ich auch so machen. So, da hinten brauche ich eher weniger rum, weil da ist kein Zutritt. Da ist nur der Eingang. Wenn ich wieder da runter zum Festgelände komme, dann stecken wir die Waffe wieder brav weg. Der tatsächlich gegangen und kommt nicht mehr wieder. Was ist da denn los? So, so. Oh, sogar so neblig, dass man die andere Seite nicht sehen kann. Boah, das ist nervig. Sind gerade bei den Gelöbnissen. Naja. Wegen mir müssen sie sich nicht beeilen. Ja, vorne ist alles ruhig, aber leider, jetzt da dieser ganze vermaledeite Nebel aufzieht, kann ich kaum noch bis zur Brücke gucken. Ja. Deswegen dachte ich mir, ich beschränke mich mal darauf, dass ich jetzt hier unten bleibe. Wenn wer kommt, dann werde ich ihn auch sehen, wenn er hier runterkommt. Die Aufgänge habe ich ganz gut im Blick. Ich gehe mal vorne zum Brunnen. Ja, alles gut. Das ist schon fett. Also, hätte ich die Wahl gehabt, dann hätte ich, glaube ich, das als Haus fürs Government genommen. Vielleicht haben sie es aber auch gelassen, weil ich glaube, diese Festtags das Festtagsgedeck ist, glaube ich, permanent hier von der Karte her. Das hätte man dann neu mappen müssen und so, deswegen glaube ich, dass sie sich da dann dagegen entschieden haben. Und die Braveheart Manor, die steht auch gut für sich, so, weil sie einzeln ist. Ne? Hier ist es mitten in der Stadt. Und die Braveheart Manor ist halt alleinstehend außerhalb von Rhodes. Vielleicht auch deswegen. Sind die Lampen eigentlich... Oh, das sind tatsächlich 3D-Modelle. Okay. Schöner, wie der Hund da hinten sitzt. Ist ein Reiter. Könnte aber ein NPC sein, glaube ich. Nee, wir sind Spieler. Ich meine, das Spiel ist wunderschön, ne? Muss man einfach sagen. Guckt euch mal an, hier so das Licht, wie das hier durch die Bäume bricht und so. Beim Nebel ist es einfach wunderschön. Das muss man einfach sagen. Es ist einfach wunderschön. Schön, kein Zutritt für Gäste wird der Haupteingang nutzen. Schön, wenn das in der Kinocam die ganze Zeit weiter zu sehen ist.
Ich liebe es einfach. Es ist so wunderschön. Schauen wir mal. Gut, die Tür habe ich jetzt aufgestoßen. Die würde ich jetzt auch wieder zumachen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie lange die Türen offen bleiben. Aber es ist schon mal ganz gut, wenn die Türen hier zu sind. Wenn man dann hier reingeht und sich dann fragt, warum ist die Tür hier offen? Obwohl die eigentlich zu sein sollte, ne? Ja, genau. Einfach mal ins Gemüse latschen. Wunderbare Idee. Das ist schon sehr prunkvoll. Vielleicht haben wir es auch deswegen gesagt, wir machen das nicht fürs Government. Gut, das ist ja dieses Privatgebäude quasi vom Governor, also, der Hund bellt, wahrscheinlich ist die Zeremonie jetzt durch. Ja, die Gäste sind da vorne. Jubel, Trubel, Heiterkeit, Gratulation. Ich denke mal, ich stelle mich jetzt mal da vorne an die Ecke. Macht den typischen Neumann. Stellt sich hier in die Ecke. Das ist jetzt peinlich. Wieso? Haben Sie den Schuss nicht gehört? Nein. Ah, okay. Interessant. Wieso? Was für ein Schuss? Mein Schuss. Ja. Ich habe meine Waffe aufgenommen und dabei hat sie einen Schuss gelöst. Mr. Walker. Das, zum Glück war die Trauung schon zu Ende. Gut. Ein bisschen Adrenalin schadet ja auch nicht. Ja, ja, ja. Ich denke mal, die Situation konnten Sie aufklären. Ja, ich hoffe es. Wunderbar. Gut. Das hätte mir mal passieren müssen. Nee. Oh Himmel, oh Gott. Naja, naja, aber dann hat doch trotzdem eigentlich alles gut funktioniert. Ja, soweit so gut. Bis auf das komische Boot, was er angelegt hat und nicht wegfahren wollte, aber... Ja, ja, irgendwo, die Damen wollten diesen Hund retten, oder was war los? Ja, sie haben sich wohl verfahren und der Hund ist dann reingesprungen und ach, bla bla bla. Naja. Gut. Na, ich hatte gedacht, ich laufe... Also, es gibt ja keine Zufälle. Ich dachte mal, ich laufe mal außen rum und dann sah ich das Boot und dachte mir, das kann ja normal sein. Und je näher ich kam, desto mehr habe ich ihre liebliche Stimme gehört. Ja. Und oh, vielen Dank. Und dann dachte ich mir, um das Problem wird sich ja gekümmert. Ja. Ich würde mich jetzt mal hier vorne einfach postieren. Na klar. Und dann, was fliegt denn hier schon wieder für eine Adler rum? Ja, ist das... Unser Wappentier, also immerhin, das ist doch für, die, ja. Ist doch für den Tag der Hochzeit auch wunderbar. Ja, irgendwo vielleicht schon, aber auch extrem nervig, wenn es die ganze Zeit im Kreis fliegt und kräht. Ach, Mr. Walker. Oder was auch immer. Ah, so schön. So, jetzt machen wir den hier. Emotes. Stehend. Und der typische Kurt ist dieser hier. Da hinten irgendwo ist ja auch der Governor. Also bin ich... Ich bin ja auch dafür da, um den Governor zu schützen. Also werde ich mich mal eher im näheren Umfeld zum Governor aufhalten. Wer rennt da denn? Achso, die gehört jetzt so. Schieben wir uns mal so hin.
kontrolliere manchmal ganz gerne, ob Kurt wirklich dann dadurch was hätte sehen können. Weil das zählt auch zu Fail AP, wenn ich hier in Third Person spiele und hier was machen würde und hinter mir zwei Gestalten stehen, die sich nicht angekündigt hätten, also ne, die einfach nur stumm hinter mir stehen, dann dürfte ich die auch erst dann sehen, wenn ich meinen Char umdrehe. Je nachdem natürlich, wenn es laut ist, keine Ahnung, sie gehen über Holzplanken oder so, das hört man ja, dann könnte ich mich schon umdrehen, aber wenn sie ganz langsam und leise kommen, darf ich sie auch nicht, oder darf der Charakter sie natürlich auch noch nicht bemerken. Ne? Das ist alles, das sind alles Dinge, die man beachten muss. Da vorne läuft er. Der gehört ja hier zu der Bagage. Ja, wunderschön. Mr. Bear streamt gar nicht. Unverschämtheit, oder? Nee. Mr. Bear ist nicht live. Ach, Mann. Himmel, Herrgott. Mr. Bear, so eine schöne Hochzeit kann man doch mal streamen. Mr. Bear kann ich auch mal hier verlinken. Ich hoffe, ich denke dran. Auf Twitch. Retro Bear heißt er, glaube ich. Das, der ab und zu, ich glaube, donnerstags streamt er und das aber auch nicht immer, also wenn er Bock hat. Weil auch er sieht das ein bisschen kritisch mit Metagaming und so. Dass, wenn irgendwelche wichtigen Angelegenheiten sind, streamt er auch gar nicht oder mutet das dann, was dann passiert. Weil ja hier auch mal Besprechungen stattfinden im Government und, es ist wohl auch schon vorgekommen, dass Leute diese Infos aus dem Stream IC verwendet haben. Ja, im Grunde ist es halt genau der Grund, warum ich das ungerne streamen möchte. Vielleicht mache ich das mal, ja. Aber eher zweitrangig, denke ich mal. Upsala. Ja, da hinten sitzt die Hochzeitsgesellschaft. Vielleicht werde ich mal Mr. Bear, Governor und Mr. Walker stehen ja auch da hinten. Dann werde ich vielleicht mal mich dazu gesellen. Und mich mal hier hinstellen. Ach, hier steht doch schon direkt eine Flasche bereit. Danke. Und dann... Ja, guck mal, so haben wir doch wunderbar alles im Blick hier. Und ihr könnt mal ein bisschen was hören hier. Danke. Möchte Mr. Walker jetzt was sagen? Oder spricht er einfach nur so leise? Er spricht gar nicht. Dankeschön. Danke. Also ich habe keinen. Ich habe gar keinen. Mr. Walker, wenn Sie mit mir sprechen möchten, dann sagen Sie was. Herzlichen Dank. Aber ich bringe Sie auf jeden Fall einen Wein mit. Aber ich glaube, er mag gerade nichts sagen. Wie sieht es? Ist das? Das ist jetzt aber nicht. Wer ist das? Achso, das ist der. Wo ist denn? Steht der noch da hinten? Mr. Abraham? Ja, ne? Das ist der Indianer da hier vorne, ne? Der Eingebürgerte. Ach, Mr. Walker möchte noch seine Glückwünsche aussprechen. Danke. Trinken Sie, da kann ich Ihnen das Carpaccio oder das Pilzragu empfehlen. Und soll schon irgendwas fleischigeres sein, was stärkeres, hätten wir Wildsteak oder gefülltes Hähnchen. Ich mag seine Stimme. Fischlieb, aber natürlich eine gebratene Forelle. Ich mag seine Stimme.
Ich würde mich anschließen. Dreimal bitte. Selbstverständlich. Danke. Kommt gleich. Sind wir mal höflich? Setz dich doch bitte. Ich bin mal ganz fix austreten, ja. Ich, ja gut, jetzt habe ich gerade gesucht, wie ich die Animation beenden kann, aber jetzt, mein Gott. Die Treppe hinauf. Da alleine im Pavillon? Nein. Doch. Wie immer. Weil ich steht noch jemand davor. Ja, jetzt. Ach, es ist doch schön. Zwei glückliche Seelen. Und ein Hund. Oh, Miss Willis ist heute ein Haftbefehl angekommen. Oh, kriegen wir ihn? Ich habe ihn noch nicht gelesen aus New York. Den müssen wir noch prüfen. Können wir uns ja nachher mal in Ruhe drüber unterhalten. Ja. Ach ja. Können wir auch morgen. Heute gibt es, glaube ich, Schöneres. So, dann hat man einmal hier... ihr Carpaccio. Carpaccio? Ich mag es nicht. Bitteschön. Und einmal hier. Bitteschön. Hervorragend, danke schön. Dieser leichter Wiener Schmäh, ja. Oder? Das machen wir. Herzlichen Dank. Latscht denn da oben rum? Die Hunde da übrigens, ne? Das sind Spieler. Also die werden gerade von irgendwelchen Spielern, wahrscheinlich aus dem Team, denke ich mal, gelenkt. Finde ich mega gut. Das klingt wirklich gut. Na, wer kommt denn da? Ist das ein Gast? Na, ist der mit, die Hunde haben Spaß. Ist der mit den roten Haaren, ne? Bis einer im Wasser landet. Ich meinte tatsächlich den Brunnen. Naja, okay. In dem sich hoffentlich kein Alligator befindet. Der gehört zur Festgesellschaft. Der Kobold. Hat er mich einfach vergessen? Warum sagst du das denn nicht, während er hier steht? Ich wollte dich ausreden lassen. Aber ist okay. Oh, Mr. Bär. Ich dachte, er kommt vielleicht noch rüber. Aber, ja, dem ist wohl nicht so. Vielleicht muss er das noch holen. Der hat ja nur zwei Hände. Vielleicht spielt er das so hart. Das hat das Gebiet hier so ein bisschen so an sich. Diese schwüle, warme Luft. Mhm, wie die letzten Wochen hier in Deutschland. Dann kommen dann auch so ein bisschen die Mücken. Da geht's so langsam. Mr. Staller? Ich glaube, Sie haben den netten Herrn zu meiner Rechten vergessen mit seinem Carpaccio. Sicher?
Zumindest hat er das gesagt. Ist das irgendjemand in die andere Tasche gerutscht? Ich entschuldige mich vielmals. Oh nein, natürlich nein, verzeihen Sie, ich habe zwei. Entschuldigung, ich habe das nicht. Cool, das tut mir dann leid, dass ich die ein bisschen zwei drüber schon mal am Tisch. War mein Fehler. Über den Tisch, der ist Wiener. Also auf jeden Fall Österreicher. Schön. Danke. Entschuldige, ich habe das tatsächlich nicht gesehen. Die standen so schön aneinander, ich dachte, das wäre ein großer Teller. Voll cool. Aber es schmeckt wirklich sehr, 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 sehr gut. Das sieht auch verzüglich aus. Jetzt, wenn Mr. Bear auch was davon bekommt. Ah, herrlich. Ich glaube, ich würde mal sagen, wenn Mr. Walker gleich wiederkommt, dann gehen wir mal austreten. Ich müsste tatsächlich auch mal. Vor allem würde ich dann auch mal ganz gerne schauen, wie viel Platz ich jetzt noch auf der Festplatte habe. Sonst ist das gleich problematisch. Dann läuft mir die Festplatte voll und dann stehe ich hier. Wenn eine Stunde knapp 20 GB groß ist. Das wollen wir ja nicht. Dafür müsste Mr. Walker jetzt auch mal wiederkommen. Ich meine, ich könnte jetzt hier auch sagen, hier... Ja, verehrte Gäste, ich hoffe, Ihnen wurde jetzt schon etwas zum Anstoßen gebracht. Wir würden gerne mit einem Glas Wein auf den Abend anstoßen. Und nochmals vielen Dank, dass Sie unsere Gäste sind. Da kommt er wieder. Und mehr als Dankeschön kann ich nicht sagen für die lieben Worte, für die Geschenke. Mr. Kennedy. Aber uns ist da am wichtigsten, dass Sie diesen besonderen Tag mit uns zusammen teilen. Und darauf würde ich gerne mit euch anstoßen. Cheerio! Auf das Brautpaar! Auf das Brautpaar! Salut! Hört. Boah. Nicht? Okay. Also normalerweise, liebster Onkel, genießt man Wein, trinkt das in kleinen Zügen und trinkt nicht das ganze Glas. Ja. Ich würde mich auch mal ganz kurz entschuldigen. Mr. Rollins, ich unterstütze dich, ich habe es auch getan. Ich auch. Okay, danke. Mr. Bär. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, auch für diese Folge belassen wir es dabei. Mal schauen, was es in der nächsten Folge so zu erleben gibt. Wie lange diese Feierlichkeit hier anhält. Es fehlt definitiv ein Piano hier. Wären wir noch auf dem anderen Server, wäre dafür definitiv gesorgt. Aber naja, gut. Leider ist das nicht der Fall. Da schon wieder die Tür auf. Ich glaube, diese Häuser haben einfach kein Bad. Ich weiß auch nicht. Ich habe hier in diesen Häusern noch nie ein Bad gesehen, wenn ich ehrlich bin. Was ist das denn hier? Deswegen werde ich jetzt einfach mal irgendwo mich hinstellen. In der Hoffnung, das kann ich, es geht als Bad durch. Ich gehe einfach raus und dann darauf. Geht denn jetzt nur darum... Das ist definitiv kein Bad. Geht jetzt nur darum, dass ich quasi ein bisschen aus dem Weg bin. Ach, hier geht's, glaube ich, in die Küche. Ja, hier geht's in die Küche. Stelle ich mich hier hin. Gut, Freunde. Dann wäre es das für diese Folge gewesen. Dann schaue ich mal, wie viel Speicher ich noch auf der Festplatte habe und korrigiere das vielleicht noch. Und dann wünsche ich euch einen wunderbaren Tag, Mittag, Nacht, Morgen, Abend, whatever. Macht es gut. Ciao, ciao.